Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Wir werden jetzt in dieser Folge einige Quests abschließen, von denen, die wir schon vor einiger Zeit angenommen haben, denn das wird langsamer Zeit, würde ich sagen. Und zwar haben wir hier einmal die Quest oder den Auftrag Geteiltes Geheimnis. Ein Banuk-Schamane erzählt Aloy von einer Höhle tief im Norden, der die Schamanen die Materialien für ihre Speere sammeln. Und das wollen wir jetzt natürlich machen, denn wir sind auch ganz in der Nähe dieses Dungeons. Und das scheint ein Dungeon zu sein, zumindest eine Ruine der Alten. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und die scheinen hier in dem Gebiet der Banuk wirklich, oder in der, wie heißt das Ding noch? Im Schnitt heißt das Ding. In ziemlich hoher Zahl aufzutauchen. Also so viele Ruinen von den Alten auf so kurzem Raum oder so kleinem Raum hatten wir eigentlich nirgendwo im Hauptspiel. Das finde ich ehrlich gesagt auch ganz cool, muss ich sagen, weil diese Überbleibsel der alten Zivilisation zu erkunden mit Aloy und wie sie dann eben darauf reagiert, das ist schon ganz interessant. Jetzt müssen wir aber mal gucken, wie wir da anständig hinkommen. Wir müssen erstmal hier Reinhold Messner mäßig hier irgendwie über diese Berge kommen, was gar nicht so einfach ist. Also man muss sagen, die Gebiete sind ihnen wahnsinnig gut gelungen hier. Dieses Schneege, ich habe das doch schon mal erwähnt. Es gefällt mir echt gut, das ist auch echt authentisch. Sieht echt wie so eine kleine Winterwunderlandschaft aus. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, da hinten ist auch der Pfad, den wir folgen sollen. Ja, das sieht ganz gut aus. Da scheint auch ein bisschen Blauglanz zu sein, wobei diesmal ist es ein bisschen anders eingezeichnet auf der Map und das könnte jetzt endlich darauf hindeuten, dass wir diesen Blauglanz unterirdisch bekommen werden und nicht eben überirdisch. Wie es bisher ganz oft der Fall war. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen mit den Sturmbolzen hier, denn wie wir im letzten Video festgestellt haben, verbraucht das unglaublich viele Ressourcen. Es ist aber auch dementsprechend mächtig. Das kann man nicht anders sagen. Ich war schon etwas überrascht, was da abging. Das muss die Höhle sein, von der Schamane sprach. Sieht tief aus. Und auch nicht natürlich. Drohnenhangar. Und jetzt schaut euch mal das Ding da an. So genau wollte ich mir das jetzt eigentlich nicht angucken. Dass ich direkt drauf fallen muss. Also, das sieht für mich sehr nach Pirscher aus. Vielleicht bin ich hier nicht allein. Nee. Du bist ganz offensichtlich nicht allein. Hier ist einer der Metallvögel. Drohnenhangar. Vorratskiste. Das ist schon ziemlich heftig hier. Und hier haben wir den Blauglanz. Ja. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie das eben aussieht, wenn es unterirdisch sich befindet, der Blauglanz. Das beruhigt mich auch schon mal ein wenig, denn dann kann ich das nicht mehr so leicht verpassen wie zuvor. Hier haben wir noch eine Vorratskiste. Mit einem polierten alten Amulett. Könnte man hier durchkommen? Nee. Normalerweise konnte man solche Türen ja hin und wieder mal aufstemmen, um dann eben doch dahinter zu gucken, was sich da befindet. Das wird mir bestimmt noch nützlich sein. Da nicht der Fall. Man könnte wahrscheinlich... Kann man hier hochspringen? Nee. Das ist zu hoch. Zünder brauchen wir jetzt in der nächsten Zeit viel, viel mehr. Wir haben nur noch 116. Weil diese Sturmbolzen einfach so... Vielleicht entdeckt mein Fokus etwas. Das ist ja auch interessant da drüben. Das ist eine Tierfigur. Okay. Wir werden jetzt erstmal darüber gehen. Ich möchte natürlich die Tierfigur haben. Okay, dieses Terminal hier unten könnte irgendwas machen. Aktiviere die Konsole, yo. Aber die ist doch schon aktiviert. Wohl doch nicht fest verankert. Jetzt kann ich hinüber. Die ist doch schon aktiviert. Wie hätte ich denn sonst hier dieses Spiel aufnehmen können? So. Tierfigur 5. Und da handelt es sich um einen... Okay. Ah, ne, da. Ah, okay. Ein Hirsch. Nicht schlecht. So. Das ist aber mit Sicherheit nicht das, was wir jetzt eigentlich machen wollen. Jetzt müssen wir mal hier gucken.
Okay, die Schienen kann man hier offensichtlich nicht verstellen, so wie das aussieht. Beschädigt. Schätze, die Banuk waren schon hier. Beschädigte Montageschiene. Magnetische Klammerschiene zum Anbringen von Geschützen. Durch unsachgemäße Entfernung von Teilen beschädigt. Mann, ey. Wer pfuscht da denn so rum? Untersuche die Schienenführung. Hier wurde was herausgetrennt. Vielleicht finde ich noch eine dieser Flugmaschinen. Ja, aber wo denn, Aloy? Wo denn? Naja gut, wir können ja jetzt auch hier rüber. Der Sprung. Der sah ein bisschen sehr unnatürlich aus. Ich muss nur da hoch. Was haben wir denn hier? Kohleschloss-Zurücksetzung. Wenn diese dämlichen Techniker denken, sie könnten einfach hier reinkommen und an den Drohnen herumfuschen, haben sie die Rechnung ohne mein Pflichtbewusstsein gemacht. Ich setz mal das Holoschloss zurück. Echo, Sierra, Echo. Okay. Mal wieder Dot Blevins. Der Arsch vom Dienst. Jetzt müssen wir nur mal eben gucken. Ist das einer von den Datenpunkten, die wir... Wir müssen eben gucken, wo das Ding ist. Ist es hier? Ah, okay. Tatsächlich gibt es da keine anderen Inhalte mehr zu. Echo, Sierra, Echo. Echo, Sierra, Echo. Das ist auf jeden Fall... des Rätsels Lösung. Für Zugang Sicherheitschef Blevins kontaktieren. Das ist jetzt natürlich die Frage, ist es die Anzeige, die wir jetzt da links sehen, oder hat er, oder ist das noch ein, ist das noch Post? Post. Prä-Zurücksetzung. Post. Post oder Prä-Zurücksetzung? Das ist die Frage. Wir werden es ja sehen. Falsche Taste, Mann. Okay, lol. Naja, gut. Herr Blevins ging wohl nicht davon aus, dass jeder hier einen Fokus hat und sich einfach die Daten aus dem Ding ziehen kann. Ups. Da müssen wir ein wenig vorsichtig sein. Da ist wieder eine Vorratskiste, sehr nice. Zünder? Juhu, 10 Stück. Sieht ganz nützlich aus. Ja, in der Tat, muss ich auch sagen. Oh mein Gott, seht ihr das Ding? Ist hier irgendwo Gabelstapelfahrer, Klaus? Wir müssen fliehen. Wir müssen entkommen. Ich verstehe, Mr. Blevins. Sprachnachricht. Ich wollte keinen Haufen fliegender Kameras. Ich will Sicherheit, keine Überwachung. Und Sicherheit heißt Feuerkraft. So wahr Gott mein Zeuge ist, ich werde nicht mit Platzpatronen schießen, falls und wenn ein schwerer Terrorakt diese Einrichtung entweiht. Ja, natürlich. Wie könnte es auch anders sein, Herr Blevins? Nachricht. Mrs. Pines, Dot Blevins, ich betrachte gerade eine Sicherheitsdrohne. Sie wurde von Pharaoh Automated Industries beschlagnahmt, um dem Firebreak Projekt zu dienen. Es handelt sich um eine aus einer ganzen von mir handverlesenen Flotte, die von Ted Pharaoh für unsere Zwecke zugeteilt wurde. Ja, von dem Mann, der so weit über ihnen steht, dass er auch Gott sein könnte. Oh Gott, meine Güte nochmal. Und ich habe direkten Kontakt zu ihrem Herrn im Himmel. Wir beide hatten ein Gespräch, in dem ich ihnen die heikle Natur unseres Projektes näher bringen wollte. Und wenn ich mich recht erinnere, sagten sie, ich verstehe, Mr. Blevins. Ich nahm sie beim Wort, was offenkundig ein Fehler meines Urteilsvermögens war, da sie mir eine verdammte Flotte fliegender Überwachungskameras und einen Haufen dämlicher Schwachköpfe geschickt haben. Die glauben, sie wüssten mehr über die Landesverteidigung als ich. Folgendes. Ihre Techniker werden mich mit der nötigen Feuerkraft ausstatten, die ich zum Verhindern von Terrorangriffen in oder um meine Anlage herum benötige. Und sie werden das bewerkstelligen, ohne dass unser Projektbudget erhöht wird. Denn, Mrs. Pines, das ist ihr Versagen. Und ich bin ein vernünftiger Mann. Und eines sage ich Ihnen. Wenn Sie die Kosten für Firebreak auch nur um 1 Cent erhöhen, werden Sie sich, Sie ganz persönlich, von Mr. Pharaoh und seinem Aufsichtsrat verantworten müssen. Melden Sie sich bei mir. Hinterlassen Sie mir eine Nachricht. Ich will, dass die Nachricht aus 4 kleinen Wörtern besteht. Ich verstehe, Mr. Blevins. Und diesmal soll es der Wahrheit entsprechen. Was für ein ranziges Asshole. Mehr kann ich zu diesem Mann auch nicht sagen. Das kleine Würstchen, das aus Ted Pharaohs Arsch gekrochen kam, oder was? Oder wer ist er?
Niemand war hier, seit sie hier eingeschlossen wurde. Ja, wer denn auch? Wer denn auch und wann denn auch? Auf jeden Fall können wir hier hoffentlich eine Schiene bekommen. Schmeiß ihn raus. Mr. Blevins? Uncanny Chow von Harris Bonner. Schmeiß ihn raus. Kenny, ich verstehe es ja, okay? Wirklich. Pharaoh ist Förderer von Firebreak. Blevins ist Pharaohs Schoß und alle kriechen sich gegenseitig in den Hintern, bla bla bla. Aber wenn du Blevins erlaubst, vor Ort zu bleiben, dauert die Installation doppelt so lange, wie das Budget reicht. Und ich weiß nicht, wie tief die Taschen von Firebreak sind. Aber definitiv nicht endlos tief. Wir haben gerade die gesamte Flotte neu kalibriert. Die gesamte Flotte, Kenny. Und du fragst dich bestimmt, warum? Oh, Kenny, gut, dass du hypothetisch gefragt hast. Blevins war mit der Grundverhaltensroutine der Sicherheitsdrohnen unzufrieden. Du weißt schon, die, die er selbst ausgesucht hat. Nicht aggressiv genug, meinte er. Ihm wäre nicht mal ein Rottweiler auf einer Interkontinentalrakete aggressiv genug. Also haben wir etwas Kampfverhalten hinzugefügt und das war echt nicht einfach und sie somit quasi kriegsbereit gemacht. Überleg dir das nochmal, Kenny. Kampfdrohnen mit allerneuester Technik in der verlassenen Wildnis, nur damit Blevins auf Kosten von Firebreak Krieg spielen kann. Ich flehe dich an, Kenny. Finde einen Weg, ihn vom Hangar fernzuhalten, bitte. Harris. Am Ende ist er der Dämon, das wäre so geil. Montageschiene. Das sollte leicht abgehen. Ich zeige das dem Schamanen in Sanges Grund. Nice. Und natürlich kommen wir von dieser Seite aus da hoch. Kannst du dir nicht ausdenken. Das war einfach so fucking klar, aber wisst ihr was? Ich habe das hier! Nice. Wir kriegen sogar noch 10 Zünder zurück. Nicht, dass es den Kohl fett machen würde, aber hey. Es ist ein Anfang. Ich liebe dieses Teil. Unfassbar. Und auch wenn ich befürchte, dass wir es nicht mehr aufrüsten werden. Das soll also mein Speer verbessern, hä? Es ist auf jeden Fall gut, wie es ist. So, wo führt das hin? Das ist noch eine Frage. Hier ist ja noch ein Pfad, der irgendwo hinführt, außerhalb der Map. Wo haben wir diesen Kamut eigentlich? Da ganz unten. Ja, wir könnten uns ja jetzt mit Aratak anlegen tatsächlich. 3 Jäger. So, jetzt müssen wir die noch wieder aufsuchen. Blöderweise haben wir hier nirgendwo einen Schnellreisepunkt, was ein wenig traurig ist. Wir könnten uns dafür aber ja nach Kühnfels begeben und dann von dort aus einmal ein bisschen nach unten. Dann sind wir auch schon da. Wie gesagt, ich will jetzt die Quests langsam mal so ein bisschen vorantreiben. Das ist wirklich krass. Das ist bisher einer der längsten Projekte oder eines der längsten Projekte, die ich hatte. Ich weiß, wo meine Talente liegen. Echt? Ich kenne meinen Platz. Deine Talente liegen darin, mich voll zu quatschen, wenn gerade mal die Ladesequenz beendet wurde. Was auch immer für neue Maschinen aus dieser Brut. Darauf kann ich verzichten! Ich nehme Reis aus. Ich fliehe. Ich will nicht mit dir reden. Da unten haben wir auf jeden Fall wieder einen von diesen Türmen. Die machen mir schon etwas Sorgen. Denn es kann ja durchaus sein, dass sich dort auch wieder Frostklauen oder so befinden. Und wir müssen ja nicht unbedingt gegen jede starke Maschine kämpfen, die sich noch irgendwo auf der Map befindet. Maschinenareal entdeckt Stürmer, okay. Okay, das sieht geil aus. Guckt euch dieses eingefrorene Haus da drüben an. Dieses große eingefrorene Haus. Und es befindet sich sogar eine Tierfigur dort in der Nähe. Wir müssen natürlich nur ein wenig vorsichtig sein, dass wir hier nicht unbedingt den Hang runterrutschen oder so. Langsam, langsam. Wow. Kontrollturm entdeckt, hieß es da gerade. Oh ja. Der Kontrollturm ist irgendwo hinter dem Haus.
und schaltet unser Schild ab. Blöderweise. Okay, er ist in dem Haus sogar. Oh Gott, da ist der Pirscher direkt vor uns. Okay. Das bist nur du. Powerschuss! Okay. Nice. Habt ihr das gesehen? Wie geil ist das denn mit dem Powerschuss? Aufladen und Powerschuss! Okay, wenn man treffen würde, wäre es noch besser. 350 Schaden! Okay, die Banuk-Waffen sind wirklich krass. Wirklich krass. Ein Figürchen. Für ein so kleines Ding siehst du ziemlich gefährlich aus. Und jetzt können wir entspannen. Also die Waffen lohnen sich mal mega, muss ich sagen. Jetzt müssen wir uns erstmal hier nochmal das Sammelobjekt angucken. Och, das ist ein Elch. Sehr süß. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Metallgefäß, was hat der? Das ist gut. Wir machen Fortschritte. Pirschersehne. Dürfte die sein, die wir finden sollten. Wo haben wir denn jetzt, wo können wir denn mit den Jägern reden? Ich muss erstmal das ganze Zeug hier aufräumen. Wie sieht es denn hier drin aus, mein Gott? Hier kann man ja niemanden mehr mit einladen. Das ist ja eine Beleidigung. So, wo jetzt? Wo bist du? Da. Wie sieht's aus, Aloy? Hast du das nächste Teil? Natürlich, du hast doch gesehen, was ich hier angerichtet habe. Ein Teil weniger. Noch eins, dann könnt ihr das Burgrenn zurückzahlen. Es fängt an, sich echt anzufühlen. Ich glaube langsam, dass wir es hier wirklich wegschaffen. Ich dachte, dass wir keine Woche ohne Nukoni schaffen würden. Aber seht uns an. Wer ist Nukoni? Nukoni war eine Freundin von uns. Sie forderte den Häuptling heraus für den Berak. Sie schafft das nicht. Nein, wenn du die Geschichte erzählst, dann richtig. Sie wurde umgebracht. Sie wurde also umgebracht, okay. Das ist natürlich nicht schön. Seid ihr deshalb fortgegangen? Wegen der Sache zwischen Nukoni und dem Häuptling? Onekut wusste, Nukoni war unsere Mentorin, unsere Freundin. Wir mussten gehen. In dieser Nacht schlichen wir ins Lager, packten unser Zeug und gingen. Wie Feiglinge. Was sind wir, Tatai? Wir sind Banuk, oder? Überleben und siegen. Das tun wir. Aber sie nicht. Na, und man muss auch sagen, mal ganz ehrlich, zum Überleben gehört manchmal auch fliehen. Nukoni forderte ihn heraus? Warum? Onekut schmückte sich mit Macht und Autorität, wie andere sich mit Edelsteinen schmücken. Wenn man ihm die Füße küsste und ihn mit falschem Lob übergoss, erhielt man beim Jagen Vorteile. Der Berak war gespalten. Einige heuchelten Onekut ihre Treue vor, und der Rest von uns wartete, dass es besser wird. Bis Nukoni. Sie war die beste und mutigste von uns. Sie war die, die Stellung bezog. Und trotzdem ist sie tot. Was ist passiert? Wie habt ihr Nukoni verloren? Sie forderte ihn zu einem Jagdwettkampf heraus. Onekut, verdammt! Er war nicht mal halb so gut wie Nukoni. Rate mal, wer wieder ins Lager zurückkehrte. Onekut, grinsend wie ein Schnappmaul. Oh, wo ist die kleine Nukoni? Wir spürten Nukoni im Wald auf, fanden sie unweit des Ausgangspunkts. Ihr Genick war gebrochen. Ich will sie nicht so in Erinnerung haben, aber manchmal kann ich nur noch daran denken. Tut mir leid, Tatai. Sie muss dir viel bedeutet haben.
euch allen. Ich frage mich halt gerade, wie sie wirklich gestorben ist. Also sie wird wahrscheinlich irgendwie von diesem Ornikot überlistet worden sein. Denn wenn sie mehr, doppelt so gut war wie er im Jagen, dann wird er sie ja wohl kaum normal besiegt haben. Es tut mir leid, was ihr durchgemacht habt. Es ist schön, gehört zu werden. Danke, Aloy. Es spielt keine Rolle, okay? Was in Ban-Ur passiert ist, liegt dort begraben. Was jetzt zählt, ist, was im Sonnenreich passiert. Da machen die heißen Habichte sich einen Namen. Habe ich recht? Die heißen Habichte? Im Ernst? Geht leicht von der Zunge. Wir machen es. Also, wohin als nächstes? Westlich von hier ist ein See. Dort finden wir bestimmt einen Schnappmaulzahn. Wir sehen uns dort. Wenn du vorher ankommst, warte beim Lagerfeuer. Wir kommen dann. Die heißen Habichte. Alles klar. Was haben wir denn hier drin? Ich dachte, Unrat. Trifft den jungen Verab beim letzten Kampf. Ist jetzt die Frage, wo genau das ist. Westlich von hier. Okay, das ist echt nicht weit. Das ist echt nicht weit. Ich würde erstmal gerne hier das Lagerfeuer noch freispielen. Hier haben wir auch noch einen Händler. Hier haben wir noch Pigment. Das Pigment sollten wir uns auch noch dringend holen, wenn wir schon mal eh hier sind. So. Erstmal zu dem... Oh! Tut mir leid, kleiner Dachs. Ich war zu gierig. Ich habe deinen nicen Ass gesehen und habe einfach die Beherrschung verloren. So. Da ist auch noch ein Lagerfeuer. Hier wollten wir auch noch gucken. Da sind die vermissten Jägerinnen, die wir auch noch suchen sollen. Und hier in der Nähe ist ja auch noch das Banditenlager. Leute, so ein bisschen was haben wir definitiv noch zu tun. Und hier wird das Wetter auch sehr schlecht. Nicht geil. Gar nicht geil. Sieht auf jeden Fall sehr interessant hier aus. Und das Lagerfeuer haben wir auch. Und jetzt holen wir uns noch die Pigmente. Und dann gucken wir uns auch nochmal diesen Händler an. Das kann einer von den Händlern sein, bei denen wir eine von den Sammelgegenständen verkaufen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das so sein wird. Den Powerschuss ist echt geil, das muss ich nochmal erwähnen. Das ist. Also gerade als wir die Maschine halt eingefroren haben, habt ihr den Schaden gesehen? 350? Das war schon ein klein wenig absurd. Hier liegt noch ein Wächter rum. Hat auch direkt noch einen Zünder für uns. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Das sieht mir nach einem Langbein aus oder so. Ja. Okay, hier sind erstaunlich viele tote Maschinen. Also hier waren dann irgendwelche Banuk-Jäger ziemlich fleißig. Anders kann ich mir das nicht erklären. Komm schon. Komm schon. Sehr nahrhaft. So, hier haben wir so ein Geysir. Ist ja auch ganz interessant. Ich glaube, da drüben müssen wir hin. Yep. Hier finden wir dunkles Salz. Das ist echt cool mit diesen Geysiren hier. Pigment für Banuk-Felsmalereien. Dunkles Salz. Helles Salz hatten wir jetzt schon. Jetzt kommt noch das mittlere Salz. Okay. So.
Hier haben wir noch ein Lagerfeuer und einen Händler. Vielleicht hat er ja was Nettes für uns. Schwupp. Voll akrobatisch hier. Ursus Americanus, der prachtvolle amerikanische Schwarzbär. Präsentiert von Montana Recreations. Wunderschön, du warst sicher gefährlich. Du hast die Kälte nie gespürt, oder? Hätte er dich nicht erhalten, wüsste dann irgendwer, dass es dich gab? Okay. Schauen wir uns erstmal an, was wir hier für Datenpunkte haben. Besucherzentrum. Das Besucherzentrum ist ein Flop. Sein strategischer und operativer Nutzen liegt so ziemlich bei 0,0. Wir sollten die Mitarbeiter einfach in ein Wirt setzen und zurück ins Niemandsland schicken, sobald die Tore geschlossen sind. Zurück zum Mindestlohn, Trottel. Ich hasse Dot Blevins, genauso wie ich Ted Farrow hasse. Könnte ein paar Abrissroboter herbringen und die Struktur ebnen. Vielleicht ist in den Wänden etwas von Wert verbaut, Kupferdraht oder so. Aber viel mehr werden wir aus diesem Loch nicht rausholen können. Herrgott, von mir aus können wir alles auch einfach verrotten lassen. Eine Sache noch. Diese Frau, Jeffords, Marnie Jeffords, Betriebsleiterin. Da wir schon mal Zugriff auf das Mitarbeiterverzeichnis des Nationalparkamts haben, können wir sie gleich auf die rote Liste setzen. Ihr zeigen, dass man sich besser nicht mit seinem Vorgesetzten anlegt. Oh Gott. Wie unsympathisch willst du sein? Ja. Wie Sonnenbrand an. Okay, das sieht cool aus. Hier sind Tiere ausgestellt. Der will die Tierfiguren, oder? Ich störe nur ungern. Oh, ich... Ja, hallo. Eine Fremde beim Schreien der vergessenen Bestien. Willkommen. Ich bin Enchok. Aloy. Der Schrein der... was? Zu Zeiten der alten Welt hat ein Mann ein kleines Totem für das Tier gebaut und sein Aussehen darin bewahrt. Wenn du das Totem auf dem Sockel platzierst, wird ein Bild des Tiers in der Luft gezeichnet. Und das Biest lebt wieder. Also, beinahe. Es gibt 7 Sockel. Wo sind die anderen 6 Figuren? Ich fand diese in der Wildnis. Mir fielen die Vertiefungen in den Sockeln ein. Und ich sah, dass sie zum Fuß des Totems passen. Aber wie du sagst, eine von 7, oder? Der große Montana Recreations hat sich ja mehr gemacht, aber... jetzt sind sie verstreut. Okay, und wir werden diese Figuren natürlich für dich finden. Also, die Totems. Die Bilder, die sie zeigen, sind von ausgestorbenen Tieren. Sie sind weg. Wie die alten. So scheint es. Dass es solch überwältigende Wesen jetzt nicht mehr gibt. Dass wir nicht wussten, dass es sie gab. Wir brauchen Tiere genauso sehr wie die Maschinen. Für Nahrung... für Wärme. Aber widmen wir uns beiden gleichermaßen? Ich schon. Zum Beispiel habe ich diese Theorie über Füchse. Warum haben Füchse rotes Fell? Was essen Füchse denn? Fleisch? Rohes Fleisch. Blutiges Fleisch. Na? Natürliche Ursache. Logische Verbindung. Es ergibt einen Sinn. Du hast viel mehr über Füchse nachgedacht als ich? Interessant. Du sagtest, ein Mann habe sie gemacht? Genau. Er war, glaube ich, ein Schüler der reinen Natur. Wie ich, aber meinen Fähigkeiten tausendfach überlegen. Der große Montana Recreations. Wahrscheinlich der belesenste Naturgelehrte aus der alten Welt. Seine Stimme übernimmt Verantwortung für die Totems, die Gefäße, für all das Wissen, das er sammelte. Ich teile seinen Wunsch. Ich will die Tiere verstehen, ihr Verhalten katalogisieren, ihr Abbild erhalten. Ich sehe mich gerne selbst einfach als eine Art Lehrling, der seine Arbeit weiterführt. Eines Tages werde ich vielleicht auch seinen Namen verdienen. Enchok Recreations. Ich finde es übrigens auch cool, das sieht man jetzt bei diesem Enchok nochmal ganz extrem, wie sie versuchen, die Maschinen oder Tiere zu cosplayen. Das ist schon ganz witzig. Ich habe noch ein paar Figuren für dich, Enchok. Oh ja. Oh ja. Okay, wir kriegen eine Kiste für jede Figur. Nice.
Wir haben ja sogar fast alle schon gefunden. Oh, das freut mich zu hören. Ich habe sie auf den Sockeln platziert. Sieht wirklich beeindruckend aus, meine ich doch. Okay. Ich sollte gehen. Sicher, sicher. Ich habe schon so viel von deiner Zeit geraubt. Aber könntest du vielleicht Ausschau nach mehr Figuren halten? Falls ich welche finde, bringe ich sie dir. Ja, da gucken wir auf jeden Fall mal nach. Wir müssen jetzt mal eben... Also, kann man da noch irgendwas Holo-Projekte aktivieren? Ursus Americanus. Der prachtvolle amerikanische Schwarzbär. Präsentiert von Montana Recreations. Wie findest du es, von diesem Ding bedroht zu werden? Wahrscheinlich würde mir das sehr gefallen. Welch wunderschönes Biest du warst. Danke, das haben noch nicht viele zu mir gesagt. Wen haben wir hier? Puma Concolor. Der schreckliche Puma. Präsentiert von Montana Recreations. Sein Fell ist sandfarben. Hat sich das Tier vielleicht eingegraben? Vielleicht waren die Zähne nur zum Graben. Das glaube ich eher nicht, aber okay. Wen haben wir hier? Ursus Arctos. Wow. Der bedrohliche Grizzlybär. Präsentiert von Montana Recreation. Heftig, wie riesig die waren. Die waren sicher äußerst gefährlich. Vielleicht früher mal in seiner Jugend, aber sieh dir doch einmal sein Fell an. Alt, schwach. Er macht auf keinen mehr Jagd. Alt und schwach. Ich will dich gegen das Ding sehen in einem Ring. Odocoileus virginianus, der erhabene Weißwedelhirsch. Präsentiert von Montana Recreations. Sieht nicht wie ein Raubtier aus. Hat vielleicht mit den Hörnern Beute erlegt, wenn es schon keine scharfen Klauen hatte. Na, ich glaube, so ein Geweih will man nicht im Leib haben. Canis lupus. Der mysteriöse graue Wolf. Präsentiert von Montana Recreations. Könnten denn diese Wölfe und unsere Füchse die gleichen sein? Vielleicht nach Hunderten von Wintern? Nein, das ist lächerlich. Ich find's übrigens auch ein bisschen albern, wie der Sprecher immer Montana Recreations total euphorisch sagt und die Einleitung davor präsentiert von Montana Recreations. Alces, Alces, der edle Elch. Präsentiert von Montana Recreations. Die Hörner sind wie Bäume. Na klar, dieser Elch hat sich mit diesen seltsamen Auswüchsen im Wald getarnt. Ja, interessant. Auf jeden Fall fehlt da jetzt ja nur noch dann einer. Und dieses Tier werden wir auch noch finden.